Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Starten wir die Folge mit einem Ei. Ei, der Kabot. Und? Und? Ich glaube 2,19. Nee, viel höher als 2,19. Der war endschlecht. Naja, egal. So, wir sind nicht hier wegen dem Raid hier. Zürlicht. Obwohl mir noch ein Zürlicht Shiny fehlen würde. Der da hinten ist auch noch nicht geschlüpft. Okay. Sondern deswegen. Zapdos, Feldforschungsdurchbruch. Zum ersten Mal nicht 20 Pokébälle bekommen. Also ich hätte lieber die 20 Pokébälle bekommen als die 5 anderen Nass, aber okay. Los geht's. 14,27. Ah. 13,98, schade. Hab schon einen 14,11er bekommen. Der ist glaube ich 91 oder 93 oder so. Schlechter Wurf. Schade. Schreibt unten in die Kommentare, wie gut euer Zapdos heute war. Wenigstens erster Wurf drin geblieben. Auch wenn der Wurf richtig grottenschlecht war. So. Schauen wir trotzdem mal kurz rein. Attack und Defense. Aber Strong 13,98, den habe ich glaube ich schon mal bekommen. Mal, Moment, ich schaue nochmal nach. Ich glaube, das war genauso wie der erste. 13,97, okay. Alles klar. Ja, schauen wir mal, was heute sonst noch so geht. Vor allem, was hier als Dreier schlüpft. Ich brauche noch einen Pinsel. Würde mich freuen, wenn der Pinsel schlüpft, aber schauen wir mal. Jetzt erstmal die Gutzeit vom Penny genießen. Leider machen wir geworden. Den machen wir nicht. Also schauen wir mal, was wir sonst noch in das Video packen können. Aber leider kein Pinsel Raid. Und ich habe noch 2 Pässe, also ich muss auf jeden Fall noch ein Raid machen heute. Leiden. So, zu Hause angekommen. Es ist 10:30. Pokémon technisch nichts mehr passiert. Was ich euch hätte zeigen können, ist eigentlich gar nichts mehr passiert. Abgesehen von 40 Minuten Überstunden. Die Show musste zu Ende gedreht werden. Was heißt Show? Es war keine Show, es war so ein Projekt für die Sparkasse. Und ja, das musste erstmal fertig gedreht werden, bevor ich heim konnte. Ansonsten einen alten Kollegen von der Schule getroffen auf dem Heimweg im Bus. Als ich zu Hause angekommen bin, war da noch ein Raid, ein Dreier, da bei der Gondel, meine Home Arena. Ist leider ein Machomai geworden. Musste ich halt trotzdem machen, weil ich heute noch 2 Pässe gehabt habe. Ich habe mir Pinsel gewünscht. Dann hättet ihr heute ein Pinsel-Video gesehen, Dreier Solo Raid. Und wahrscheinlich auch, wieso Pinsel mein Lieblings-Pokémon ist. Aber ist nicht geschlüpft, das heißt, das können wir uns noch aufheben, das Video. Ich hoffe nur, dass wir Pinsel demnächst noch treffen werden, weil falls Gesteins-Event dann demnächst kommt, dann gibt es wahrscheinlich wieder Gesteins-Pokémon in den Raids. Aerodactyl wird wahrscheinlich wieder kommen. Was weiß ich, was für Gesteins-Pokémon noch, Lizaros und sowas. Und dann ist Pinsel wahrscheinlich wieder erstmal weg. Aber als ich nach Hause gekommen bin, habe ich eine Box gefunden von Lootchest. Hashtag Lootchest. Shoutout an die und danke. Link ist unten in der Beschreibung. Das heißt, wir haben doch noch Material für ein Video. Ich bin gespannt. Epic Gaming and Geek Loot. Interessante Sachen immer mit dabei. So. Sieht saftig aus. Sieht schon mal saftig aus. Okay, was ist das? Star Wars Schlüsselanhänger. Ungelogen, als es noch da lag. Ich dachte ganz kurz, das wäre Plankton von SpongeBob. Also Plankton hätte mir mehr getaugt als Star Wars, aber okay. Schlüsselanhänger, wo ist mein Schlüssel? Ja okay, zeige ich euch jetzt nicht, aber ich habe eigentlich einen coolen One Piece, 2 coole One Piece Schlüsselanhänger, deswegen brauche ich das jetzt nicht. Ja, Marvel Avengers Ice Form. Okay, was haben wir hier? Thing von Fantastic Four. Wahrscheinlich Hulk mit seiner Faust. Zweimal Hulk, zweimal Thing, Captain America Shield, Iron Man. Ja, okay, es gibt noch 4 verschiedene. Okay, perfekt für den Sommer. Ein paar Eiswürfel, ein paar kühle, saftige Drinks. Ist echt eine Menge dabei diesmal. Yo, natürlich wie immer ein Shirt. Atari, okay. Jetzt reißen wir hier das auf. So, Atari Shirt.
Dun, dun, dun. Ein Joystick auseinandergenommen. Auf jeden Fall erstmal ein graues Shirt. Grau ist meine Lieblingsfarbe. Wie ihr hier sehen könnt, an meinem super saftig, oder? Super saftig, genau. Pulli. Coole Sache. Und eine Süßigkeit hatten wir schon lange nicht mehr. Bam. Burger Gum. Ketchup Like Liquid. Okay. Können wir auf jeden Fall einen testen. Habe ich auf jeden Fall Bock. Also Burger Kaugummi. Nicht schlecht. Was ist das? Ah. Eine Tasse. Ah, die ist echt heavy. Heuer! Eine richtige Halbtasse, Alter! Massive, Mann! Smash! Yo! Credible Avengers? Alter! Okay, die ist echt heftig. Und als letztes, wie immer, eine Pop-Up-Figur. Overwatch. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Overwatch zockt. Also ich nicht, weil ich zock nicht mehr so viel. Aber schauen wir mal, falls ihr irgendwann mal anfangen zu streamen. Mit gescheiter Ausrüstung, Twitch und so, ist Overwatch vielleicht auch mal am Start. Und das ist Widowmaker. So. Und ein kleiner Deadpool-Comic. Deadpool 2, demnächst in den Kinos. Oder schon in den Kinos. Ich weiß es nicht. Ich blättere mal eine Seite auf für euch. Tada. Auf jeden Fall echt coole Sachen, die ihr sehen könnt. Gaming, Geek, Comic-Zeugs. Immer cool. Kann echt nicht schaden. Check die Boxen ab. Wie gesagt, Shoutout an Lootchest. Was habe ich euch gezeigt? Ah ja, das ist Zapdos. Schreibt nur in den Kommentare, wie gut euer Zapdos diesmal war. Das war's von mir erstmal. Mal schauen, was das Wochenende so geht. C-Days am Start. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Vielleicht eine kleine Raid-Tour mit den Jungs. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon's Serious Business.